Willkommen im nächsten Part, Bros und Broinnen. Nach etwas längerer Zeit mal wieder Far Cry. Wird auch mal wieder Zeit, würde ich meinen. Weiß nicht, in welchem Dschungel ich mich hier befinde, aber es scheinen hier keine Wildtiere zu sein. Ja, wir machen auf jeden Fall mit der Hauptaufgabe weiter. Denk mal, so verkehrt ist es ja nicht. Halt nur ein bisschen aufpassen hier. Es gefällt mir hier nämlich alles irgendwie nicht. Wie wir wissen, können die Monster, die Tiere hier in dem Game doch relativ aggro sein. Aber nun gut, wir sind nicht mehr so weit entfernt. Das habe ich schon auf der Karte gesehen. Wir sind relativ nah dran, ne? Also müssen wir da jetzt nicht unbedingt die Weltreise machen. Es ist Hammerarbeit. Die Vögel lassen wir mal in Ruhe. Hammer. Die Vögel einen Lärm machen hier im Spiel. Sag mal, so weit war das doch nicht. Gibt's doch nicht. Wir sind in der Nähe, Rose. Keine Sorge. Wir sollten eigentlich gleich da sein. Die nehmen wir uns natürlich noch mit. Ihr wisst wieso. Wie schon so oft erwähnt. Hammer, wie viel wir davon haben. Naja, was wir haben, haben wir. Unser armer Charakter, der ist hier am Laufen, ohne gibt's nicht mehr. Marathonlaufen ist ein Scheißdreck dagegen. Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst, ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul. Nein. Erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu. Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Baxter, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar. Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben. Aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück. Ist das ein Wichskopf, ey. Hammer, ne? So, Leute. Na, sehr schön. Ja, müssen wir sogar Fahrstuhl fahren. Na, ganz geil. Wir dürfen in eine Mine reingehen und wieder irgendwas suchen, was ihm irgendwie ansatzweise... Ich glaub mal, er verarscht uns, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. So, weil ich gerade so ruhig bin, aber... Ist gerade so spannend. Molotow haben wir noch.
Hammer, was sie gleich wieder übertreiben müssen. Alter, ne, Leute. Vor allem, der Deutsch wird ja wohl nicht hier sein, oder? Ich meine. Scharfschützen. Ich muss langsam machen. Ich nehme auch noch ein Snipergewehr. Bin doch auch bewaffnet. Da oben war einer. Da kommen wir natürlich nicht ran, ne? So jetzt. Hammerhart, ey. Wo brennt denn da jetzt alles auf einmal, ne? Treffen kann. Aus dem Weg. Hammerhart, ey. Krasse Scheiße. Was die auch aushalten, die Großen, ne? Nein. Wirst du des Wahnsinns. Nie im Leben tausche ich mein Scharfschützengewehr gegen so eine Scheiße. So, dann haben wir noch einen Kevlar ausgewählt. Sehr schön, jetzt haben wir wieder ein bisschen Armor. Zwar nicht die Welt, aber immerhin besser als nix. Meine Güte, wo raten wir hier immer nur wieder rein? Das ist immer wieder typisch Jason. Aber was bleibt uns auch alles übrig? Wir wollen ja einen Atzen befreien. Und der befreit sich ja nicht von alleine.
habe ich. Das war nicht eine Möglichkeit. Fressdreck! Hammer, ne? Wie sie aushalten. Hammerhart. Ich probiere den Kompass. Na, dann probier aber schnell. Dass da gleich Tiere drin warten, ist heftig. Okay, wir sind immer noch nicht fertig, aber Bros, das ist auf jeden Fall der Part für heute. Seid einfach wieder beim nächsten Part dabei, denn da geht's genau hier an dieser Stelle weiter. Also bis dahin, Bros. Du bist noch kein Abonnent, aber dir gefallen meine Videos? Was hält dich verdammt nochmal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren. Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch. Klick einfach auf Mag ich und schon sehe ich, was euch gefällt und was zum Beispiel nicht. Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen, zum Beispiel wie, du bist einfach nur geil. Wenn du mich weiterhin unterstützen willst, kannst du auch das Video, was dir gefallen hat, einfach zu deinen Favoriten hinzufügen, damit deine Freunde wissen, das Video hat dir gefallen. Danke, Bro. Wenn du mir noch weiterhelfen willst, kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken. Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben. Und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen, einfach mal gucken. Danke, Bros.